Marcus Reugens, PMY Imaging Ambassador, and this is my photography. Was mich an der Fotografie so fasziniert, ist die Tatsache, dass man damit kleine, unscheinbare Dinge, die man mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann, in einem einzelnen Bild festzuhalten. Auf die Tropfenfotografie bin ich vor ca. 3 Jahren aufmerksam geworden. Durch Recherchieren im Internet habe ich einen Tweet gefunden, in dem Bilder mit Tropfen gezeigt worden sind. Ich starte jede Serie mit einem gewissen Ziel im Kopf. Das ist ein Bild mit einer gewissen Form, wo ich mir vorstelle, zum Beispiel ein Schirm oder ein Weinglas. Das zu erreichen ist dann meistens mehr mit Glück behaftet. Hier sieht man meine 3 Ventile. Das ist das Hauptventil. Die beiden seitlichen werden so angeordnet, dass die fallenden Tropfen auf den Haupttropfen auftreffen. Die Standardbeleuchtung in der Tropfenfotografie ist eigentlich von hinten durch eine Acrylglasscheibe, die das Licht bricht und sehr weich macht. Als Beleuchtung wähle ich immer alte Systemblitze. Das sind Vivitar 285 mit einer kleinen selbstgebauten Modifikation, um die Leistung weiter runter zu regeln. Das ist notwendig, um die Abbrenndauer der Blitze so schnell zu halten, damit die Bewegung eingefroren wird. Um den Hintergrund einzufärben oder die Wasseroberfläche, benutze ich farbliche Folien, die ich in den Blitz einschiebe. Und dadurch wird das Licht durch die Acrylglasscheibe so weit gebrochen und gestreut, dass es sehr weich und harmonisch im Bild sichtbar wird. Über einen Arduino-basierenden Mikroprozessor steuere ich meine Tropfen an. Hierzu habe ich eine Benutzeroberfläche, in der ich für jedes Ventil und jede Kamerablitz die Werte auf die Millisekunde genau einstellen kann. Mein Mikroprozessor steuert mir die ganzen Geräte an. Der löst die Kamera aus und die Kamera löst mittels Funkauslöser die Blitze aus. Bei den Tropfen verwende ich Wasser, verdickt mit Guarkernmehl, mische es mir mit Alkohol und das wird dann einfach in Wasser aufgelöst und verrührt. Das Tropfenwasser färbe ich mit Lebensmittelfarbe oder Druckertinte ein. Im Tropfenbecken benutze ich nur reines Wasser. Zum Fokussieren nehme ich eine kleine Hülse, auf die ich die Tropfen fallen lasse. Da hört man dann genau das Geräusch, wenn der Tropfen reinfällt. Dann wechsle ich jetzt einfach mal zu meinem Kameraprogramm. Drücke hier meinen Startknopf und dann laufen die Zeiten ab, die ich eingestellt habe. Und man sieht dann am Monitor gleich, welches Bild erzeugt wurde. Damit man sich ungefähr die Zeitspanne vorstellen kann, in denen diese Augenblicke existieren, filme ich das mal mit, um euch zu zeigen, dass man das mit dem bloßen Auge nicht erkennen könnte. Hier zeige ich meine grundlegende Bearbeitung. Als erstes nehme ich die Tonwertkorrektur. Als nächster Schritt kommt die Retusche von kleinen Spritzern und Sensorflecken. Dazu benutze ich einfach den Reparaturpinsel. Der nächste Schritt ist die Schärfung des Bildes. Das mache ich mit 3 Hochpassebenen. Die erste Ebene ist für den Kontrast. Die zweite Ebene ist für den Mikrokontrast. Die letzte Ebene ist für das allgemeine Schärfen. Und das waren meine allgemeinen Bearbeitungsschritte für ein Tropfenbild von mir.